Guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von Shakes and Fidget auf meinem Kanal. Heute kriegen wir Runen. Und ja, dann starten wir. 10%. Dann starten wir doch mal rein ins Spiel. Geil, den Trank brauche ich in letzter Zeit doch ein bisschen häufiger wieder. So, ich habe gestern späten Abend noch einen Kampf gestartet, damit wir so viele Kämpfe wie möglich machen, damit wir ja ein bisschen mehr Punkte bekommen. Weil wir werden ja auch immer ganz gut wieder runtergehauen. Deswegen ein paar muss man doch schon wieder mal dann bestreiten. So, vielen Dank, hier brauche ich nicht zeigen. Das habe ich die letzten Male getan. Es hat sich nichts getan. Wir haben zwar ein neues Mitglied, aber ansonsten ist, ja, es ruhig. Gut, Festung. Direkt wieder starten in 10, etwas mehr als 10 Tagen habe ich erst wieder die nächste Stufe der Edelsteinmine. Momentan bin ich bei 93, also wir kommen der 100 schon gut näher, aber ich habe Geduld, ich werde hier nicht überspringen oder irgendwas großartig machen. Ich spare meine Pilze mir lieber. Gut, Angriffe hier zurzeit sind jetzt am Wochenende zum Beispiel sehr rar gewesen. Da habe ich wirklich sehr viel Pech gehabt mit der Auswahl. Und andere Tage habe ich so richtig viel Glück und kann hier jedes Mal für ein bisschen Ehre halt noch kämpfen. Jetzt kriege ich mal endlich auch wieder ein paar Rohstoffe. Die müssen wir uns nämlich auch immer wieder mal ein bisschen zusammensammeln. Ich verliere doch ein klein wenig die Ressourcen. Und ich weiß, ich habe super viel und ich brauche mir eigentlich keine Gedanken drum machen, aber doch, ein bisschen schon. Ein bisschen will ich da schon. So, und zwar haben wir hier die Soldaten. Ich weiß, ich kriege jetzt hier eigentlich nicht wirklich was, ne? Aber wenn ich einen mache, verliere ich. 50-50 mäßig habe ich das Gefühl. Deswegen mache ich immer zwei zur Sicherheit. Und weiß, dass ich dann auch größtenteils gewinne. Es ist irgendwie bei mir einfach so, ich nehme zwei, dann gehe ich auf Nummer sicher, obwohl es grün ist. Ich habe das oft schon in Videos gehabt. Da kämpfe ich nur mit einem, verliere trotzdem. Ätzend. So. Gut. Und da geht's nicht mehr, dann stellen wir direkt die Soldaten an. Wir haben ein klein wenig Plus gemacht, nicht viel, aber ein wenig. So, hier ist es genauso mit 10 Tagen, dann, also etwas mehr als 10 Tage, sind ja noch und 8 Stunden. Dann ist die Goldmine auch schon fertig. Wir sind dann auf Stufe 100 mit der Goldmine tatsächlich. Die hat tatsächlich die Edelsteinmine überholt. Ups. Aber einfach geil. Dann habe ich da echt Stufe 100 erreicht. Das ist richtig nice. Gut. Ja, hier kämpfen bringt mir überhaupt nichts. Oh, wir werden jetzt schon wieder von denen angegriffen. Gut, dann melden wir uns zur Verteidigung. Bringt nichts, denn diese Gilde ist deutlich stärker. Ich weiß gar nicht mehr, war das Platz 1? Ja, Platz 1 greift uns an. Also so viele sind dazwischen. Eigentlich dürften die gar keine Punkte kriegen. Die dürften eigentlich keine Punkte für von Platz 7 von 1 kriegen. Die müssten eigentlich unter... Weil, wenn ich überlege, bei den Helden, wenn ich jetzt ihn hier angreife, durch die nur den kleinen Punkteunterschied, kriege ich schon gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Deswegen finde ich das nämlich ein klein wenig unfair. Klar, Gilden sind weniger und so und da sind ja mehrere Mitglieder und sowas alles drin. Da kommen noch ein paar andere Parameter dazu. Aber das ist ja das Problem, dass die uns, obwohl die schon Platz 1 sind, immer weiter runterschieben können dadurch. Weil wir haben nicht keinen so großen Unterschied hier von denen. Na egal. Wenn wir für die besten Opfer sind, dann
Ich würde es auch ausnutzen, klar, aber trotzdem ist das schade. Trotzdem ist das schade. So, dann füttern wir mal die Pets. Hier bekommt ihr noch mal ein paar Äpfelchen. So, jetzt die Erdbeeren. Wunderbar. So, Licht, dann nehmen wir direkt mal Schatten und versuchen unser Glück. Natürlich nicht, Dankeschön. Guten Morgen. So, Zauber. Oh, ja. Oh, haben wir heute Glück. Oh, haben wir heute Glück. Oh, das ist aber geil. Das ist aber geil. Sehr nice. 17 und 12 Tage, 96 Tage. Das ist doch schön. Sowas will ich sehen. Guten Morgen. So, wir haben am Wochenende alles weggeben können. Die Bankfächer sind Gott sei Dank leer. Das heißt, ich kann jetzt die endlich mal hier wegsortieren. Wunderbar. Es ist auch alles hochgestuft, sehr schön. Handschuhe habe ich gar nicht, sehr cool. Was brauchst du? Oh, was ich brauche, ach, das weißt du doch. Glück, ein bisschen Verstand, ein bisschen Lebensfreude noch dazu. Ist doch eine schöne Kombination. So. Erstmal in die Toilette werfen. Zack, bitte, danke. Dann, damit Guten wir. Das Morgen. habe ich nämlich das letzte Mal erst nach der Aufnahme gemacht, und zwar das Würfelspiel. Bevor wir in die Abenteuerlust durchballern, werden wir jetzt erstmal ihn hier nerven. Und ich bin immer noch übrigens für Full House Möglichkeiten, ja? Glückwunsch. Okay, wir haben schon mal heute sehr, sehr viel Glück mit den Treibsanduhren. Ja, komm, versuchen wir Stein zu kriegen. Glückwunsch. Okay. Wieder Glück gehabt? Glückwunsch. Wow. Okay. Ich habe jetzt schon mehr Gewinne als die letzten Tage zusammen. Oh, das tut mir Vor leid. allem Vierer zu würfeln, das. Oh, ja. Splitter. Nehme ich. Glückwunsch. Full House. Ich bin immer noch für Full House. Ich bin immer noch für Full House. Hallo? Wieso kriege ich keinen Boni? Nein, ist okay. Ah, herrlich. So ein Pech. Gut, Steine braucht man nicht notgedrungen, aber wenn ich ja schon zwei habe. Glückwunsch. Ich bin immer noch Full House. Okay, sehen brauchen wir nun wirklich nicht. Oh, das tut Na, mir leid. das tut dir leid, natürlich. Das sind jetzt die magnetisierten Würfel. Ja, ein bisschen zu früh heute noch. So. Oh, Schade. schade. Oh, ach ja, das sagt er ja selber. Oh, schade. So ein Pech. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wir haben einen Pilz bekommen. Reden. Wir müssen reden. Nein, müssen wir nicht. Ja. Ja. Ah, Was zu da essen? bist du ja. Ja, da bin ich. Und nun? Ah, wir jagen die mal durch. Was? Keine Panik. Ja. Oh, sie. 7 ist doch schon mal ganz gut. So. Da waren Handschuhe. Die müssen wir Du siehst irgendwie so gar gar nicht nicht. abenteuerlustig aus. Ah, gönn dir doch mal ein Bierchen. Ich weiß, dass ich jetzt euch auf die Palme bringe damit. Ich weiß es, ich trigger euch gerade. Das weiß ich. So, ein Ring. Sehr schön. Können wir hier oben in die Sammlung hinzufügen. Und ein Behorchen. Ist okay. So. Oh mein Gott, du hast gar nicht nach den ganzen Ist alles Missionsbelohnungen so und sowas aufregend? geguckt. Und ja, ich habe es gelassen. Oh, ich soll drei Bierchen trinken. Na, Okay. Frühstücksbierchen. Erledigt. Guten Morgen.
Was haben wir hier? Ja. Vorsicht, Triggerwarnung. So. Ich suche jemanden für ein Abenteuer. Für ein Abenteuer? Ja, nee, dafür bin ich der falsche Gandalf. So ungerecht. Es ist so ungerecht. Ja, da hast du recht. Ich will nur das Beste. Ja, besser an Loot, ja, ja. Geht mir nicht anders. Guten Morgen. Geht mir nicht anders. Man will immer nur meine das Beste. Waren sind die Besten. Und wir sind mit 0 an Verlust an Pilzen heute rausgegangen. Für die Aufgaben. Ich würde sagen, das ist doch ein guter Schnitt. So, wir gehen weiter komplett auf Leben. Weil ich gesehen habe, beziehungsweise gemerkt habe, in der Ehrenhalle und sowas alles, wie die Leute geskillt sind, da muss ich jetzt deutlich noch an Leben nachziehen. Ich habe ein bisschen die wenigen über mir ungefähr in meinem Level habe ich tatsächlich nachgeguckt und die sind eigentlich ziemlich gut da drin. So, erhöht. So, da jetzt hat sich die aktualisiert, die Zahl nochmal, sehr schön. Jetzt haben wir 88,4 Millionen an Leben und 25 Millionen an Schaden. Und ich habe ein bisschen geguckt, wen könnte ich jetzt angreifen. Und ich habe mir den hier rausgesucht. Und zwar Hollandus. Ich hab hier so durchgeguckt und so überlegt, ja, könnte, aber an Schaden sind die hier ein bisschen höher. Warum bin ich nicht so durchgegangen? So, der ist ja okay, so mit 8 Millionen nur Schaden, aber der hat 236 Millionen Leben. Bis ich den runtergehauen habe, das würde wirklich ewig und dreifach lang dauern. Der hat aktiv hier seine Tränke drin, da dachte ich so auch so, nee, lieber nicht. Auch wenn ich ein bisschen verwirrt bin. Aber ich habe dann mir so gedacht, der hier könnte es sein. Klar, der könnte vielleicht auch klappen, aber der hat mehr Schaden. Deswegen ist das ein bisschen gefährlicher. Deswegen habe ich mir den hier ausgesucht. Ich habe einmal schon gewonnen. Und jetzt gucken wir, ob wir wieder gewinnen. Ja. Wieder gewonnen. Wieder 200 Ehre dazu gekriegt. Sehr geil. Und an dem können wir uns jetzt ganz genüsslich, wenn es klappt, hochziehen. Und dann sind wir schon unter den 110, hoffe ich. Ich hoffe, ich ziehe nicht zu schnell runter oder andere. Daher, ja, gucken wir mal. Ich würde gern so ein, zwei Ränge durch den nochmal hochziehen. Oder 3 oder 4 oder... Ja, seinen Platz einnehmen wäre auch schon geil. Aber den ziehen wir durch den Angriff natürlich weit runter, weil ich von unten ihn angreife und nicht von oben. Deswegen dürfte der mehr an Ehre verlieren durch mich, als von jemandem, der da ganz oben mit dem kämpft. So. Ich würde sagen... Wir haben größtenteils alles, nicht? Wir haben meine Kohle komplett ausgegeben. Sieh dir mal an, was ich hier für dich habe. Ja, ich sehe, was du für mich hast. Das ist aber nichts Interessantes. Bildchentechnisch habe ich in der Ehrenhalle auch viel geguckt. Es sind tatsächlich jetzt, so wie es aussieht, die Bildchen, die mir fehlen, sind alle über meinem Rang statt drunter. Ja. Wir haben, glaube ich, alles jetzt bedacht, ne? Hier gehen wir auch bald wieder auf Reset, damit wir wieder von vorne starten können. Angebotstechnisch kann ich mir alle nicht leisten in letzter Zeit. Ja. Nicht ganz so cool, aber ja. Naja. Wird schon. Gut. Ja, doch, ich glaube, wir haben alles. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem anderen Video. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.